So Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Skytech. Ja, wir gehen mal direkt am Server und ja, heute habe ich zwei kleine Themen für euch, ein kleines und großes. Fangen wir mit einem kleinen Thema an. Nicht vergessen, heute um 18 Uhr ist ein schöner Livestream. Okay, wir sind in der Nacht direkt schlafen geblieben. Ist ein Livestream zusammen mit Seines. Ja, gegebenenfalls auch Minecraft 19.05. Vielleicht auch noch andere, keine Ahnung, das ist ja recht zufällig immer. Und ja, dann erstmal müssen wir uns mal sammeln. Wir wollten ja eigentlich vorbereiten, dass wir eine Query machen können. Das heißt, oh, das Eisen ist nicht meins. Kacke, jetzt habe ich es aufgehoben. Das wollte ich nicht. Ich wollte es eigentlich wieder reintun. Warte, ich brenne es einfach mal. Und der dann das Eisen vermisst, der wird es ja schon sagen. Ich brenne es dem sogar netterweise. Oder warte mal, ich tue es dem hier oben hin. So, der kann, wenn er nachfragt, was dann haben wir da? Okay, der Generator ist leer. Ja, ein bisschen Kohle opfere ich auch von mir wieder, aber ja, die anderen müssen auch mal dazu steuern. Wir gucken mal. Jetzt ja einfach mal der Inkasso-Eintreiber. Sie haben ihre Kohlesteuer noch nicht bezahlt. Da, ein Stack, den nehmen wir. Damit füllen wir auf. Ihre Kohlesteuer wurde noch nicht bezahlt. Zack. Kriegen Sie meine 11. So, auf jeden Fall, ja. Ein Jackpack ist da drin, genau. Erstmal müssen wir uns ganz kurz mal sammeln. Also, wir wollten ja die Query darum geben, hauptsächlich, dass wir... Erstmal, wieso haben die Redstone Engines nicht bearbeitet? Genau, wir brauchen erstmal Wood Transport Pipes. Das sind die hier. Ja, Glas mit Holz außenrum, sehr schwer. Ist auch sehr billig, die Pipes, das ist natürlich schön. So, dann probieren wir es jetzt nochmal, unser System. Wäre noch schön, wenn es funktioniert, dann wären wir echt mal wieder drin. Zack, 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 zack. Genau, und dann einen in der Mitte. Ja, das passt nicht ganz. Der soll da raus. Zack, okay. Aha, Leute, das sieht schön aus. Boah, Leute, das ist cool. Warte mal, dann... Was nehmen wir denn? Eine Fackel. Alter, wir sind Profis, es funktioniert. Aber wir müssen ja leider nicht rauspumpen aus, Dings, dass der Query, die schießt ja automatisch raus, aber ich mache einfach eine Wooden Pipe dran, falls notfalls, ja, ist doch dann einfach nur rausschleudert. Schön, aber es funktioniert, was natürlich sehr löblich ist. Das heißt, dieser Teil der Query funktioniert. So, dann jetzt die Bearbeitung. Eine Redstone Engine wird sehr langsam sein. Das heißt, dass wir auf Solarpanels gehen werden. Und, ja, wir gehen auf Solarpanels, um dann im Endeffekt, da warten mal ganz viele Solarpanels und ein LV-Transformer. Cool, okay, das ist billig. Das ist ja nicht das Problem. Die Frage ist, kriegen wir einen... Okay, ich mache mein Handy aus. Kriegen wir ein Low-Voltage-Solar-Array hin? Dann bräuchten wir ganz viele Solarpanels. Wir könnten natürlich alles auf einmal machen. Wir bräuchten aber viele Rohstoffe. Aber eigentlich ist es realisierbar. Wie machen wir nochmal Coal Dust? Ich glaube, in den Extractor rein. Macerator meine ich. Ja, Macerator rein. Ja, wir machen erstmal noch eins für die Folge. Ja, oh, direkt, boah. 9 stöbern wir das und ich kann keine Mathe. 8 Stück sind natürlich heftig. Puh. 8 Stück, das heißt 8 mal 3. Halleluja, 24. Leute, nee, das kriegen wir nicht hin. Nein, auf keinen Fall. Das ist echt, nee, das ist ein sehr optimistisches Denken. Noch 2 Coal. Ich glaube, es kommt da immer nur auch ein Coal Dust raus, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Dann haben wir das dann schon mal. Dann wieder, oh Gott, Basic. Nee, nicht das da. Wir wollen ein Electronic Circuit. Also, das heißt, wir brauchen wieder Gummi. Genau, können wir einen Sticky Reason in den Extractor packen? Ja, wir haben noch keinen Extractor. Wir haben den ja geschrottet. Ein Extractor. Oh, wir haben echt viel zu tun heute, aber auch im Stream später, gerade im Stream. Wir werden aber erstmal Gummifarmen geben. Soll ich dir noch so eine kleine Bimbo-Arbeit, die können wir kurz machen. In der Zeit, wir brauchen, werden Tin definitiv brauchen. Auch Eisen haben wir, Iron zum Schmelzen, wir haben ja das Crushed Iron Ore, das ist aber nicht unseres. 3 Eisen, das ist zu wenig, das lohnt sich nicht zu machen. Was können wir denn noch? Copper, haben wir Copper noch? Copper haben wir gar nicht mehr so viel. Copper Ore, das ist Thermal Expansion, das ist Electric Club, ist kein Unterschied, aber ich möchte das nehmen, bevor es mehr gibt. Dann tu mal die 9 da rein. Zack. Dann brauchen wir noch den Tree Tap, der ist echt kaputt, das heißt, wir machen uns einen neuen.
Ging da nicht so? 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 Nein, gingst du nicht so? Aber so gingst du doch bestimmt. So gingst du. So. Zappelitzap. So, dann, das heißt, wir farmen uns kurz wieder schön Gummi. Dann müssen wir wieder einen Extractor bauen. Nicht einen Macerator, Extractor. Und dann kriegen wir auch wieder zwei Gummi raus. Das ist echt eine Zeitersparnis. Ja, weil hier lang anscheinend nicht mehr gefarmt wurde. Ist auch schön da. Das Geräusch finde ich mal lustig. Aber es droppt immer so weit daneben. So, also jetzt zum Thema, was auf dem Titel steht. Also, ja, Inaktivität. Ich möchte mal ein bisschen aufs Projekt eingehen und mal eure ehrliche Meinung reinholen zum Projekt. Wieso es nicht gut ankommt. Also das ist, das wundert mich ein bisschen. Klar, dass natürlich so eine Phase hier langweiliger ist für die Zuschauer als natürlich eine Phase, wo gekämpft wird, ist natürlich selbstverständlich. Aber dass es so wenige gucken, ja, finde ich recht, naja, traurig. In dem Fall sogar. Mir, im Endeffekt, bleibt es mir da zu dem Teil egal, denn ich mache mach's auch ohne den mega großen Feedback zu haben. Ich mache es ja zum Spaß, das Projekt, aber dennoch macht es ein bisschen traurig, wenn dann irgendwie, ja, von 45.000 Abonnenten dann im Endeffekt nur 3.000 circa das Projekt verfolgen. Ja, ist das schon, naja, leicht entmutigend. Deswegen wollte ich reinholen von euch. Gut, ihr guckt es, aber vielleicht könnt ihr es trotzdem antworten, wieso. Also liegt es wirklich, also an dem PvP, klar, aber das kommt ja noch. Das ist ja, später wird es ja Kämpfe geben in dem Fall. Und naja. So. Können wir direkt mal reinpacken. Ach, 17 Eisen haben wir sogar noch. Dann haben wir. Dann machen wir erstmal einen Extractor. Wie viel kostet die Kacke nochmal? Extractor. Ach so. Wollte schon sagen. Wo ist der? Da ist der Extractor. Ach stimmt, der war ja recht billig. Ein Basic Machine. Das hatte ich dem Seines geschenkt. Wieder. Das ist geschenkt. Oh, der hat einen Macerator. Ja, den dürfen wir den noch hinstellen. Ah ja, aber der funktioniert. Ja, genau, die Badbox hat nur einen Output. Danke für die. Genau, ich habe Kommentare wieder angefangen zu lesen. Die Badbox hat nur einen Output. Das heißt, ja, wieso ist die Frage eigentlich? Können wir dann hier an den Output des Rahmen? Boah, ich habe Angst, es zu platzieren. Eigentlich könnten wir doch hier warten. Ja, genau. Wenn es doch hier dran ist, dann können wir zack und hier den Macerator ran. Ja, das geht bestimmt. Wenn nicht, dann bin ich doof. Bitte, bitte funktioniert. Ja. Ja. Oh, ich bin der Beste. Wieso geht das jetzt nicht? Bin ich jetzt behindert? Ach, es ist ein Macerator, hat er. Ein Macerator hat er. Ach so. Ich deppert. Oh. Der hat den Basic Machine Block doch jetzt nicht dafür benutzt, weil Macerator hat mir schon egal sein. Da ist der Basic Machine Block. Den nehme ich mir weg. Sein ist, da bist du mir bestimmt nicht böse, denn ich mache es ja für einen Zweck, dass wir alle was davon haben. So, das heißt, jetzt nutzen wir. Oh, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Egal. Nutzen wir die Zeit und werden auch schön. Kann man Silber... Egal, wird schon gehen. Packen wir hier mal einfach mal rein. Alles so ein bisschen... Ja, Extractor, so. Extractor 4, Tree Taps. Holz sind wir langsam out. Auch out of. 3. 1, 2. 1, 2, 3. So, 4 haben wir. Dann, dürfen wir auf keinen Fall benutzen. Schön in der Reihe. Dann bräuchten wir den Basic Machine, den haben wir auch schon. Und dann bräuchten wir nur noch einen Electronic Circuit. Der braucht in der Mitte Iron Plate. Ja. So, Iron Plate. Ich habe so viel Eisen verschwendet, weil ich das nicht genutzt habe. Ich weiß, den Hammer. So, 2. Und dann brauchen wir natürlich Copper Cable. Gut, dass wir Kupfer geschmolzen haben. Mein Inventar ist fast voll. Ah, Gold haben wir dann. Das ist schön. Da, Copper. Rein damit in den Ofen. Und Gummi haben wir natürlich auch nicht mehr. 3 Stück haben wir. Machen wir das mal im Cutter zu. Jetzt mal gucken. Also, ja, das brauchen wir erstmal und dann brauchen wir einen Cutter. Ich hatte ja noch einen. Da unten war der. Oh, mein Inventar ist ja komplett zu. So. Wir bekommen ja zu viel Kabel raus, das weiß ich, aber ja, zu viel ist nicht schlecht. So, 6 Stück brauchen wir. Brauchen wir noch 3 Gummi.
So, ja, das lasse ich erstmal drin, weil ich möchte noch drin behalten. So, 3 Gummis, 3 haben wir schon. Das heißt, das werden wir ganz kurz mal 3 davon in den Ofen tun. Plastic Reason, genau. Zack, zack, zack. Ja, das lassen wir erstmal drin, weil unser Inventar ist eh voll. Oh, warte mal, wir können was zum Messeray noch wieder senden. Ich hab doch gerade Eisen. Und jetzt habe ich auch also Silber auch einfach rein. Oh Gott. Zack. Und die 3 Gummi. So, sehr gut. Zack, und dann haben wir 6 Copper Cable. So, so, und dann, was war's? Nicht der Basic Machine Block, was laber ich, da, Iron Plate. Zack, zack, wir gucken nochmal, alles gemacht, sehr gut. Das da rein, das da rein, das da rein, das da rein und den Basic Machine. So, jetzt haben wir den Extractor. Der sollte auch jetzt hoffentlich daran gehen. Er hat ja nur einen Output. Wir machen einfach YOLO und es funktioniert, Leute. Oh, Halleluja. Und das Sticky. Oh Gott, es klappt. Wir haben was richtig Produktives geschafft in einer kleinen Folge. Oh, das macht mich sehr glücklich. So. Ja, und den Iron Furnace können wir auch ran. Ja, es ist halt heftige Kohleverschwendung. Wir brauchen echt Solarpanels. Warte, wir gehen schlafen. So, aber wir haben jetzt eine Nacht um, das heißt 10 Minuten circa haben wir jetzt. Gut, damit kann ich arbeiten. So, dann ganz schnell, was ist ganz schnell, wir schauen uns eh nicht diese Folge, aber Solarpanel. Also, 2 Electronic Circuits. Dafür brauchen wir wieder viel Kupfer. Was wir sogar besitzen. Kabel haben wir auch noch. Das heißt, wir brauchen eh sehr viel, dann können wir das mal direkt verarbeiten. Zack, rein damit und den Cutter. Sup. 31, sehr gut. Oh, dann, weil wir jetzt auch noch Gummi doppelt produzieren, ist es natürlich deutlich angenehmer. Hä? Ich durchdachte. So, ja gut, wir brauchen E12. Dann können wir uns erstmal auf was anderes stürzen, nämlich den Generator. Den Iron Furnace. Wir brauchen den Iron Furnace. Den machen wir uns dann mal. Dafür brauchen wir Eisen. Erstmal machen wir uns einen normalen Ofen. So, Eisen drum. Oder wie ging der nochmal? Dann wird es auch mit Iron Plates. Ach, das ist ja. Ah, das ist billiger, glaube ich. Wir müssen ja nur den Hammer ran machen. Mit 5 Stück. Das war einer zu viel. So. Zack. Iron Furnace. Oh, dann brauchen wir Batterien, glaube ich, noch. Oh, Rebate. Tin Item Casing. Mist. Wir brauchen Tin. Haben wir noch was davon? Oh, ist er. Oh, 20 Tin Ingots. Oh, nice, 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 nice. Das freut mich. So, Tin Item Casing gebraucht. Tin Plate wiederum. Wir verarbeiten direkt alles. Zack. Das Shop. Ich mache jetzt keinen Fehlschritt. Tin Item Casing. Einfach nur mit. Und dann. Na, was mache ich hier? Ich mache ich den einfach mit dem Hammer nochmal. Ich habe ja genug Hammer. Wir werden eh sehr viele brauchen. Das ist der Hammerschrott. Wir werden ganz viele, also das ist jetzt keine Verschwendung von Rohstoffen, weil wir werden sehr oft noch welche brauchen. Also das ist klar. Zack, dann mit dem Cutter noch ran. Kriegen wir 3 Tin Cable raus. Das können wir mal hier ein Fragezeichen dann ransetzen. So. Ja, das bringt uns gerade nichts. Ja klar, mit dem Gummi einfach nur. Oh. Wir hatten ja noch ganz viele da bestimmt. Oh, nice. Zack. Zack, einen brauchten wir. Dafür, glaube ich. Einen nur, genau. Und dann, ja, wir haben doch schon einen gemacht. So, okay, das sollte es eigentlich gewesen sein. Und eine Rebattery. Nice. Wir haben aber echt die Rohstoffe sogar mehr zu machen. Also wir haben die echt. Dann live, wir machen so eine Massenproduktion, eine kleine. Ich habe keinen Hammer mehr. Schön, dass ich viele mehr gemacht habe. Die brauchen wir auch in diesem Fall. Iron Plates.
Eine Iron Furnace drunter. Und den Generator haben wir damit. Dann, ja, die beiden Basic Circuits brauchen wir dann noch. Dafür brauchen wir 4 Copper Cable. Machen wir uns viel, weil wir brauchen es eh. 2 Stück, das heißt doppelt, 2 Iron Plates noch. Nice, Alter, wir kriegen das Solarpanel in dieser Folge noch fertig. Ihr glaubt es nicht, Leute, wir kriegen es diese Folge noch fertig. Und Redstone. Okay, nice. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und 2 fertig. Das ist ja echt ein Rekord gerade, wie schnell wir gerade hier einfach alles mal machen. Und den Generator rein. Und ich habe es wahrscheinlich vertauscht. Ja, und wir haben ein Solarpanel. Wir haben ein Solarpanel. Und damit werden wir jetzt mit guter Geste Input ist das der einzige. Funktioniert das? Kann ich den abbauen, den Generator? Ich würde sagen, mit einer Range. Hoffentlich klappt's. Oh, bitte geht nicht kaputt, Generator. Die würden mich umbringen. Oh, gut. Solarpanel. Und? Ja, er bekommt Strom. Oder? Und er bekommt Strom. Ach, der Mann ist gejoint. Hey. Oh, jetzt habe ich Zwinker-Smiley gemacht. Zwinker-Smiley sind immer böse. Machen wir ein bisschen frei, damit er auch Licht bekommt. Ich glaube, das hat sogar eine Auswirkung. Ich weiß es nicht. Zack, zack, zack. Jetzt gar nicht geschrieben, dass du aufnimmst. Oh! Miss. Ups. Oha, habe ich ganz vergessen. Oh, schnell. Aufnahme. X. Einfach noch. Ja, wir haben so eine Aufnahme bekommen. Ja, ich muss mich beeilen, leider, weil ich nicht viel Zeit hatte. Ja gut, aber den Generator, den können wir dann jetzt getrost wegmachen, weil ich der Held bin. Dann schreiben wir natürlich ein Schild mit unserer Heldentat. Noch der heilige Weiß-Weiß bringt Strom. Gleich wieder on, muss eben nur schauen. Dass... Okay, wahrscheinlich off meint er anstatt on. Okay. So. Dank dem heiligen Weiß. Okay, cool. Nice, kommt die Produktion hinterher? Gut, mit... Nee, nicht so schnell, aber... Ja, wir packen das erstmal raus. Die 8 Erde kann da verrecken. So, produziert er. Ja, ist natürlich sehr langsam, aber Vorteil ist, er produziert immer. Und auch wenn wir offline sind, wenn wir in Chunkloader dann nicht stehen, dann produziert er immer Strom. Das heißt, wir haben immer einen Nachschlag. So, dann, ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich würde mich total in meinen Kommentaren und Bewertung freuen. Ich habe gar nicht geschafft, richtig zu dem Thema zu reden mit der Inaktivität. Aber naja, ihr wisst ja, was ich meine. Trotzdem würde ich mich sehr über Feedback freuen. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Und nicht vergessen, 18 Uhr Livestream. Ja.